Hallo und herzlich willkommen hier zur Folge hier in Elgrad. Ja, ich teste weiter den Glas beim Glas beim Flügen. Sehr jung, 5000. Ja, die Wiese muss ja angelegt werden, zumindest teilweise. Was machen wir jetzt? Und bei der ersten Runde habe ich schon fast geschafft, Anführungszeichen. Eine Runde muss ich noch und dann geht es dann mit Großplay weiter. Wenn es ganz funktioniert. Ansonsten muss ich hier nachher zur Not- und Tiefenlocker arbeiten. Der kommt besser nicht klar mit der Arbeitsbreite und mit der Arbeitslänge vor allem. Aber zum Anlegen braucht man einen Flug oder eine Gruppe mit dem entsprechenden Mod dafür. Mit dem Gruppe könnte ich auch. Aber immer noch nicht geflügt, ne? Zumindest ein Rand. In der Mitte wird der Tiefenlocker erzählt ja als Flug. Jetzt ist der Stau weg. Genau. Hier werde ich wieder Gras reinbringen. Weil die Felder sollen später alle anderen Früchte rauskommen. Und ja, irgendwann mal nach und nach alle Felder kaufen. Also als Felder direkt. Nächstes Ziel, die größeren Felder, die halt sie gibt. Groß sind die Felder ja nicht. Aber halt so groß wie möglich. Das dauert halt. Nicht ganz so Straßen, ne? Fast. Du musst so schräg hochgehen, da natürlich nicht. Dann muss ich gleich dann links raus. Muss ich mit dem Bad die größere Kante lang gehen. Haben wir hier in der Sicht? Mal sehen, ob wir noch schaffen in diesem Jahr, wenn uns geht's für die Leute. Advent-Fend. Wenn ich ihn wieder abgeben muss, wenn er nicht arbeiten kann, muss er wieder abgeben werden. Ist auch Miete zum Testen, weil ne? Ich will ja die Wiesen ansehen, nicht jedes Mal flügen müssen. Also wenn er geflügt ist. Das ist technisch gesehen nicht mehr notwendig, weil dann kommt die Meldung nicht mehr. Das ist halt mit dem Flug vorbei. Jetzt war das jetzt weg. Das habe ich jetzt 3/4 7 hinterm Wald, oben auf einem kleinen Berg. Und ein bisschen in der Tallage. Ein Berg ist es ja neben sich, wenn man hochgeht, dann sieht man auch eine weite Landschaft. Also dann ist es, geht es nicht wieder bergab. Ne? Berg wäre ja nur Insel in der flachen Landschaft. In dem Fall bin ich eher im Tal und dann ist es ein bisschen höher. Hat bei gewisser den Vorteil, dass es entsprechend die Winde meist drüber pfeifen. Der Sturm. Sind die anderen Wesen da völlig dünn? Kalt in dem Fall nicht. Wird nicht gehen. Ich muss ja auch nicht jedes Mal in Kalk bin, ne?
mehr Raupenfahrzeuge in Mode. Haben sicherlich ihre Vorteile im Acker, aber auf den Straßen eher nicht, denke ich mal. Das ist eine Kostenfrage. Was am Ende günstiger ist. Ne? Müsste mal schauen, ob ich da rechts und ein bisschen rechts raus kann. Naja, macht nicht ganz so, wie es soll, ne? Aber das macht nichts. Geh mal rein und flug. Stellen hier. Also nein, Kurven mag er auch nicht. Deswegen ist Flügen mit Kursbelät ein bisschen schwieriger. Das sind ja keine normalen Flächen. Ne? Und das hier alles wegkriege, hier das, was hier so grau ist, was Felsen sein soll. Oder vom Regenwasser. Das geht weg. Dann ist gut. Ich krieg ja nicht weg, oben rechts hat ja nichts. So, machen wir da weiter aufgetan, ne? Bauen muss ich ein Haus und schlafen, dass ich die Nächte überspringen kann. Mal schauen, was ich sowas habe. Bei Kettle und Kopf ist ja das ganze Jahr also dargestellt. Man muss die Zeit dann überspringen durch ein längeres Schlafen, wo man nichts zu tun hat. Ackerbau ist ja sowas möglich, wenn man Zeit wieder Ruhe hat und man nur warten kann, bis es soweit ist, bei der Ernte oder bei der Aussaat oder bei der, ja, der Pflege halt. Ne? Der Natur muss ja wachsen. Dann geht ja gar nichts. Spielen kann man ja nicht jeden Tag wie Kind laufen, muss die Zeit immer verspringen. Man will ja nicht keine Echtzeit spielen, ne? Sonst ist man ja gar nicht fertig. Der Cat of Cops reizt mir auch ein bisschen wieder, weil sie eine neue Karte gemacht haben. Aber so neu ist die auch noch nicht ganz fertig. Aktuell fehlt mir noch eine Zeit dafür. Früher war kein Icarus, aber Icarus ist Ende nicht zu sehen. Also da noch genügend Missionen zu erledigen, die man nicht gemacht hat. Beziehungsweise eine neue Karte, die man ja auch noch recht reichlich zu tun hat. Ne? Und das geht ja um, braucht daher schon den fortschrittlichen Techbaum. Ne? Also das ist nicht so, dass man das in 3 Tagen durchspielt. Ne? Das ist der Aufwand ein bisschen größer. Einige Sachen überhaupt noch nicht freigeschaltet. Ob man alles so brauchen können könnte. Aber hier ist. Ja, mal schauen. Der Bogen sieht schon mal ganz gut aus, ne? Grafisch gesehen. Ich spiele auf der höchsten Stufe.
richtig gut hier da mit der neuen Grafikkarte. Ich ziehe in Erwägung, mir einen neuen Computer zu kaufen. Aber wie gesagt, ich ziehe es in Erwägung, das ist immer eine Preisfrage. Jetzt, ne? Wenn jetzt doch zu teuer sein sollte, dann muss ich sparen. So wird auch nichts. Beziehungsweise, wenn es zu teuer sein sollte, dann muss ich die Finger verlassen. Ja, meine entscheidende Frage ist, wie entwickeln sich die Löhne und vor allen Dingen, wie, das ist ganz entscheidend dabei, wie entwickelt sich die Arbeit? Die Forderung ist die eine Sache, was sie dann fordern, aber was sie dann kriegen, ist die andere Sache. Bei mir ist die Zeit der Lohnentscheidung im November. Haben sie ja von 9% gefordert. Man weiß ja selber, wenn sie was fordern, weißt du die Hälfte mehr raus. Meine Sorge ist aber eher die Miete, wenn die Miete so stark steigt. Von daher, die Miete recht hoch ist und man da den Prozentanteil sehr hoch ist, dann ist es ein gewaltiger Schub. Wenn Butter um 5% teurer wird, dann ist es überschaubar, aber wenn die Miete teuer wird mit 5%, ist das eine ganz andere Geschichte. Mal schauen, wie die Löhne sich entwickeln. Wenn die Löhne mithalten, dann geht's ja. Der Bau muss sich dran, aber das ist gut. Eine blöde Ecke. Runde so klein. Erst das Spiel neu starten, dann wird es ja als Kursplayfeld anerkannt, also vom Scan her. Dann wird er wieder berechnen können eine Weile, das ist jetzt an die Kehrseite dabei, so lange dauert. Tja, dann war auch wieder Montag. Wochenende vorbei. Aber nächste Woche ist noch kürzer. Muss ich Freitag bis um 9:30 arbeiten. Und ich um 12 zu Hause. Okay. Also nicht 12, sondern ganz einfach. Gegen 13 Uhr. Jetzt mal mit dem Einkaufen. Also da habe ich auch erlebt, dass die Pilze, die Dosen kleiner geworden sind. Und mein Schokocappuccino haben sie nicht gehabt. Weil die andere Sorte 100 Gramm leichter, also weniger. Das ist blöd. Aber das ist halt so. Muss ich in der Fenster machen. Luft ja wieder mit. Ja, die Technik macht alles warm hier. Eine kleine Heizung. Alles. Mal Thermometer machen hier. Kann sich auch bei den Krampf. Ich lasse mal die Zeit so auf 5 weiterlaufen. Schatten von den Bergen, dass wir die Zeit nicht vorankommen. Wie gesagt, wenn der Boden hier gefroren ist oder wenn dann er sagt, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr. Und egal. Ich möchte den Winter eigentlich möglichst schnell überspringen. Forst werde ich nicht machen, da werde ich das Geld nehmen.
Das Holz würde das finanziell nicht einbringen. Müsste die ganzen Gerätschaften kaufen. Das ist teuer. Hier rein Tisch. Vorgewende. So lange wie möglich. So Farbe zum Ladder wäre nicht schlecht. Die ersten CPUs gebracht hier, die 6 GHz können. Aber das ist ja dem Fall eh egal. Mein CPU kann 5,3 und macht im Schnitt auch nur 5,06. Ist halt so. Ist ja auch nicht ausgelastet, ne? Ist ja auch so. Ja, 10 Kerne, das ist ein Schnitt um die 15% und bis 50% und das war's. Reserve soll auch haben, da brauche ich keine 60 GHz. Deswegen brauche ich keinen neuen Prozessor kommen. Geht nur um die Unterstützung des neuen Speicherteil, das 7200 speichern kann. Teile kaufen. Festgestellt, meiner kann es nicht. Gut, für Spiele ist das nicht nebensächlich. Es gibt einige Spiele, was ich heraus wo man relativ häufig nachladen muss. Da wäre das hilfreich, wenn du das kannst. Aber gut, deswegen allein. Die Entwicklung ist immer so schnell dabei. Heute kaufst du was und morgen ist er nicht mehr. War schon alt. Aber das ist halt so, ne? Ständig neu kaufen ist ja auch nicht bezahlbar. Würde aber alles auch keinen großen Effekt haben. Eher nur am Rande. Nicht der Rede wert. Die Software nicht unterstützt, der kann nichts. Schräge hier. Hier kannst du aber lange fliegen. Hier. Ja. Das hier machen viele Bauern nicht mehr. Dauert zu lange und kostet Personal. Von den Spritkosten jetzt kannst du schweigen. Der 2 Euro noch was. Ob Diesel oder Benzin, völlig egal. Naja, die Grünen kommen ihren Traum näher. 5 Mark für einen Liter Benzin. Haben wir gezeigt, die Wohlstandproteste gegen Autoverkehr und die Straße blockieren. Ich meine,
sollten zumindest eine Gasse lassen, damit Rettungsfahrzeuge durchfahren können. Ne? Das ist ja auch lebensnotwendig, wenn ein Krankenwagen zum Krankenhaus wird. Ein Schlagfallpatienten, der neulich mal geschrieben wurde, für den ist jede Minute wertvoll. Je früher er ins Krankenhaus kommt. Jetzt kann bis hin zum Rollstuhl entscheidend sein. Ne? Deswegen ist eher so ein Protest mit Blockieren Unsinn, sondern eher so ein Protest am Rande. Die Autofahrer interessiert das sowieso nicht, weil die allermeisten müssen Auto fahren, ob sie wollen oder nicht. Weil letztendlich, wenn ich ein Auto habe, dann zahle ich Steuern so oder so oder Versicherung. Mir ist die Zeit zu schade, noch groß deswegen zum Bahnhof zu gehen und dann irgendwo einen richtigen Zug aufzupassen. Und dann arbeite ich noch in Schicht. Das bedeutet, entweder ich bin zu früh da oder zu spät. Und letztere ist schlecht, weil ich den länger machen kann, weil Schichtarbeit ist dann am Schluss. Wer das mal gemacht hat, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, der sagt sich, das ist Bequemlichkeit, die will ich nicht aufgeben. Und ich kaufe ein Auto, um im Prinzip alles machen zu können. Im Extremfall im Urlaub mit weiten Strecken. Ausflüge mache ich ja schon gar nicht mehr. Wenn ich einmal oder zweimal im Jahr nach Hause fahren will, dann brauche ich ein Auto. Brauche ich den Zug nicht probieren. Erstens für umständlich, zweitens dauert zu lange. Mit dem Koffer und vor allem jetzt mit Maskenpflicht, na danke. 16 Stunden Zug mit Maske, nö, das muss ich nicht haben. Wenn du mal die Maske nicht aufhast, dann wirst du auf den Zug geworfen, na toll. Deshalb für mich die Maske, Zug ja von vornherein nicht interessant. Ne? Jeder Schaffner aufstehen kann wie ein kleiner Gott. Nö. Ich soll mal für die Züge leer bleiben. Wenn ich in Urlaub fahre, ist es sowieso egal, ob es ein bisschen länger dauert oder nicht. Auf der Straße. Gleich mal die Ecke mitmachen hier, ne? Wenn wir fertig werden. Heben wir aus. Wieder rein. Das ist so schnell. Kurven mag er nicht. Das packt der Flug so nicht. Noch einmal reinfahren. Machen wir die Außenansicht, damit man besser sehen kann. Oh, Überlänge. Die sind ja hinten gewaltig nach, ne? Ist doch gar nicht. Zuschauer, das soll es doch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schon Dank, dass ihr reinschaut. Tschüss und ciao.
Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Ärger. Mit Flügen. Tschüss. Ah, ich mach ein bisschen weiter.